Ja, herzlich willkommen zurück zu Programmierparadigmen und hier zum zweiten Teil im Modul Composite Types. In diesem zweiten Teil geht es um eine andere Art von Composite Types, nämlich Arrays und wie die in Programmiersprachen so repräsentiert werden. Fangen wir mal mit der Frage an, was Arrays überhaupt sind. Ich nehme fast an, dass die jeder schon mal irgendwie verwendet hat beim Programmieren, denn sie sind der häufigste zusammengesetzte Datentyp, den man in Programmiersprachen so findet. Konzeptionell ist ein Array im Prinzip ein Mapping von einem bestimmten Indextypen, zum Beispiel einem Integer, auf einen bestimmten Elementtypen, zum Beispiel Strings oder irgendwelche anderen Daten, die ich gern in dem Array speichern möchte. Diese Indextypen, die müssen auf jeden Fall diskrete Typen sein, zum Beispiel eben Integer, wohingegen die Elementtypen in der Regel jeder beliebige Typ, den es eben in dieser Programmiersprache gibt, sein können. Dieses Konzept von Arrays gibt es in quasi jeder Sprache, aber wie das so oft ist, gibt es verschiedene Arten von Syntax, um dieses Konzept tatsächlich dann zu repräsentieren. Um einfach ein bisschen zu zeigen, was es da für verschiedene Varianten in Programmiersprachen gibt, habe ich hier mal zwei Beispiele, nämlich C und Fortran. Also in C schreibe ich das so, dass ich den Typen der einzelnen Elemente zunächst schreibt, dann den Namen des Arrays und anschließend dann die Größe des Arrays, also wie viele Elemente von diesem Charaktertypen ich denn in dem Upper Array haben möchte. Und damit habe ich dann ein Array von diesem Character Type deklariert. In Fortran sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn da kommt auch erst der Elementtyp, aber dann zunächst die Größe und anschließend der Name. Und die Größe wird auch nicht in eckigen Klammern, sondern in runden Klammern geschrieben. Obwohl es anders aussieht, meint es aber genau dasselbe, denn das deklariert ganz einfach auch ein Character Array der Größe 26. Neben Deklarationen kann man natürlich dann die Arrays auch benutzen und zum Beispiel auf bestimmte Elemente zugreifen. Und hier variiert die Syntax natürlich auch wieder von Sprache zu Sprache. In C greift man auf die Elemente in der Regel mit Hilfe dieser eckigen Klammern zu, in denen dann der Index steht. Also hier würde ich das Element am Index 3 nehmen. Und in C beginnen die Indizes bei 0. Das heißt, wenn ich hier 3 hinschreibe, ist das das vierte Element in dem Array. In Fortran sieht es syntaktisch ein bisschen anders aus, aber gar nicht so anders, denn ich benutze runde Klammern statt eckigen. Ansonsten sieht es eigentlich gleich aus. Aber weil die Indizes in Fortran bei 1 beginnen, ist das eben nicht das vierte Element, sondern das dritte. Also man muss eben nicht nur wissen, wie die Syntax aussieht, sondern auch noch, welche Semantik dahinter steckt und in dem Fall eben, wo die Indizes tatsächlich beginnen. Neben den Arrays, die wir bis jetzt gesehen haben, wo ich im Prinzip eine Sequenz von Werten habe, gibt es natürlich auch mehrdimensionale Arrays. Und was hier passiert ist, dass ich einfach mehrere Dimensionen habe, in denen ich Elemente anordnen kann und die ich dann jeweils mit Indizes adressieren kann. Also die einfachste Variante haben wir ja schon gesehen, nämlich diese eindimensionalen Arrays, wo wir einfach nur eine Sequenz von Elementen haben. Wenn ich ein zweidimensionales Array habe, dann habe ich im Prinzip ganz einfach dasselbe, bloß eben jetzt als 2D-Matrix von Elementen. Und es funktioniert mit beliebig großen anderen Dimensionen. Zum Beispiel ein dreidimensionales Array ist im Prinzip einfach eine 3D-Matrix von Elementen. Um mal ein konkretes Beispiel zu geben, also in C könnte ich zum Beispiel ein zweidimensionales Array so aufschreiben, dass ich hier sage, ich habe da dieses Array mit 3 Reihen und 4 Spalten. Und zwar so, dass jedes Element darin vom Typ Int ist. Und das definiert im Prinzip so eine Tabelle, so eine 3x4-Tabelle, die dann auch entsprechend so im Speicher repräsentiert wird. Wenn ich jetzt so ein Array habe, dann kann ich damit in verschiedenen Sprachen eine ganze Reihe von Dingen tun. Und zwar nicht nur eben auf einzelne Elemente zugreifen und diese einzelnen Elemente lesen und schreiben, sondern eben auch noch deutlich mehr. Was genau hängt von der Sprache ab? Es gibt so 3 Arten von Operationen, die man relativ häufig findet. Und zwar ist das erste davon das sogenannte Slicing, was im Prinzip bedeutet, dass ich aus dem Array einen Teil rausschneide, der in der Regel so einem Rechteck entspricht, wenn ich mir das jetzt mal auf Papier oder so aufmalen würde, wie das Ganze im Speicher repräsentiert wird. Wie genau das funktioniert, hängt sehr von der Sprache ab und wir werden gleich ein Beispiel sehen,
von einer Sprache, die sehr reiche Slicing-Operatoren für Arrays anbietet. Eine andere Art von Operationen, die häufig auf Arrays ja, angewandt werden, sind Vergleiche. Und zwar möchte man manchmal vielleicht nicht nur einzelne Elemente im Array vergleichen, sondern wirklich alle Elemente miteinander vergleichen. Also wenn ich zum Beispiel zwei Arrays, Array 1 und Array 2 habe, die die gleiche Länge haben, dann kann ich in manchen Sprachen mit so einem Operator hier die Elemente elementweise vergleichen, also das erste mit dem ersten, das zweite mit dem zweiten und so weiter, und hab dann und bekomme dann ein Array als Ergebnis raus, was das Ergebnis der elementweisen Vergleiche an den jeweiligen Elementen hat und dann natürlich die gleiche Länge wie Array 1 und Array 2 auch wieder hat. Eine andere Gruppe von Operationen sind alle möglichen mathematischen Operationen, also zum Beispiel elementweise Addition oder Subtraktion, bei denen so ähnlich wie bei dem Vergleich hier oben einfach zwei Arrays derselben Länge erwartet werden und dann als Ergebnis auch wieder ein Array genau dieser Länge rauskommt. Als konkretes Beispiel schauen wir uns mal Array-Slicing-Operationen in Fortran an. Der Grund, warum wir uns Fortran hier anschauen, ist, dass das eine Sprache ist, die schon sehr früh ja, eine sehr mächtige Menge von diesen Slicing-Operatoren in der Sprache direkt definiert hatte. Und es ist einfach ganz interessant zu sehen, was man damit so alles machen kann. Es gibt in manchen anderen Sprachen, manchmal dann auch mit Hilfe von Bibliotheken, ähnliche Operationen, die man dann auch verwenden kann. Zum Beispiel gibt es in Python die Möglichkeit, Arrays mit Hilfe von zum Beispiel NumPy oder anderen Bibliotheken ähnlich zu slicen, aber was wir jetzt hier anschauen, sind Beispiele, die direkt in Fortran mit Hilfe der Fortran-Sprache möglich sind. Für diese drei Beispiele, die wir gleich sehen werden, gehen wir davon aus, dass wir ein 10x10 Array haben. Welchen Typ die Elemente haben, ist im Prinzip egal. Und der Name dieses Arrays ist Matrix. Schauen wir uns mal das erste Beispiel an. Also ich male da jeweils mal dieses 10x10 Array auf oder versuche es zumindest. Ja, wunderschön. Und wenn ich jetzt aus diesem 10x10 Array ein ja, sozusagen Rechteck rausschneiden möchte, dann ist ein Weg, wie ich das machen kann, indem ich den Namen des Arrays benutze, also Matrix, und dann einfach zwei Ranges angeben, zwei Bereiche mit jeweils einem Start- und einem Endindex in der ersten bzw. in der zweiten Dimension. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Werte haben möchte, die ich jetzt hier blau markiere. Alles von hier bis hier und dann sagen wir mal nach unten noch all das hier und zwar dieses komplette Rechteck. Dann könnte ich das ganz einfach aufschreiben, indem ich jetzt sage, ich möchte in der ersten Dimension alles vom Index 3 bis 6 rausschneiden aus diesem Array und in der zweiten, in der y-Dimension, alles vom Index 4 bis 7. Und das sollte dann eben genau diese blauen Elemente ergeben. Nochmal zur Erinnerung, die Indizes beginnen in Fortran bei 1. Das heißt, das dritte Element, also hier wäre 1, 2, 3, in der x-Dimension ist dann tatsächlich dieses dritte, wo wir hier beginnen rauszuschneiden. Schauen wir mal noch ein zweites Beispiel an und auch dafür versuche ich mal wieder dieses 10x10 Gerüst aufzumalen. Und in diesem zweiten Beispiel gehen wir mal davon aus, dass ich vielleicht alle Elemente innerhalb einer bestimmten Reihe haben will, beginnend ab einem bestimmten Element. Also sagen wir mal zum Beispiel, ich möchte alles ab dem sechsten Element in der
ersten Dimension haben, und zwar die fünfte Reihe, also sozusagen 1, 2, 3, 4, 5, sozusagen alles ab hier und dann bis zum Ende, egal wie weit nach rechts das Ganze jetzt noch geht, dann könnte ich das so aufschreiben, dass ich wieder den Namen dieses Arrays benutze. Dann sage ich in der ersten Dimension, wo es losgeht, und auch wieder den Doppelpunkt, lasse aber das Ende dieses Ranges, dieses Bereiches weg, was so viel bedeutet wie so weit es eben geht. Und in der zweiten Dimension gebe ich keinen Bereich an, sondern nur einen einzelnen Wert, nämlich den fünften, und dann käme eben genau dieses blaue Array, was ich hier markiert habe, raus. Das dritte Beispiel zeigt mal, dass wir eben nicht nur einzelne Rechtecke aus diesem Array rausschneiden können, sondern auch mehrere Rechtecke, sofern sie denn in irgendeinem bestimmten Muster angeordnet sind. Dafür auch mal wieder unser 10x10 Array. Und für das Beispiel gehen wir mal davon aus, dass wir vielleicht alle Elemente bis zum vierten Element in der ersten Dimension haben wollen, aber nicht alle Reihen in dieser Matrix, sondern sagen wir mal nur die zweite, vierte, sechste und achte. Also wir wollen zum Beispiel dann das, das und das, also bis zur vierten, bis zum Index 4 in der ersten Dimension. Aber nur die zweite Reihe, und dann lassen wir die dritte weg und wollen das Ganze auch nochmal für die vierte Reihe, für die sechste Reihe und für die achte Reihe. Und auch das ist was, was man mit Hilfe dieser Array Slicing Notation, die Fortran auf Sprachebene anbietet, sehr einfach machen kann. Ich würde nämlich in dem Fall sagen, gib mir alles bis zum Index 4 in der ersten Dimension. Ich lasse den Anfang des Ranges weg und sage einfach bis 4. Und um dieses, jede zweite Reihe beginnend ab 2 bis 8 auszudrücken, würde man das so aufschreiben, wobei die erste 2 bedeutet, dass es in Reihe 2 losgeht, die 8 dann bedeutet, dass es bis Reihe 8 geht, und die 2 am Ende bedeutet, dass wir das immer in Zweierschritten machen, also sozusagen jede zweite Reihe weglassen. Und was wir dann bekommen, ist ein weiteres Array, was eben genau diese blauen Felder enthält. So ähnlich wie bei den Records oder im Prinzip bei allen Composite Types ist es natürlich sehr wichtig zu verstehen, wie diese Typen denn da tatsächlich im Speicher repräsentiert werden. Für eindimensionale Arrays ist es im Prinzip sehr einfach. Das wird eigentlich in allen Sprachen so gemacht, dass die Elemente nacheinander im Speicher stehen, und zwar einfach in der Reihenfolge, in der sie tatsächlich auch in dem Array drin sind. Etwas interessanter wird es dann bei mehrdimensionalen Arrays, denn hier gibt es verschiedene Optionen, wie man das Ganze umsetzen kann. Und in den üblichen Sprachen gibt es im Prinzip drei Antworten auf die Frage, wie so ein mehrdimensionales Array denn im Speicher abgebildet wird. Die erste Option, das wird zum Beispiel in C gemacht, ist, dass wir alle Elemente dieses Arrays nacheinander haben, also contiguous, aber das so machen, dass die Rows, also die Reihen, zunächst die dominierende Dimension sind und ich sozusagen erst die komplette erste Reihe habe und dann die komplette zweite Reihe und so weiter. Option 2 ist so ähnlich, aber irgendwie auch ein bisschen anders. Das wird zum Beispiel in Fortran gemacht. Auch hier werden alle Elemente nacheinander direkt im Speicher abgebildet, aber die dominierende Dimension ist eben nicht die der Reihe, sondern die der Spalte. Das heißt, wir haben zuerst alle Werte der ersten Spalte, dann alle Werte der zweiten Spalte und so weiter. Das heißt, es kommt ein bisschen was anderes raus als in der Option 1. Die dritte Option nennt sich Row Pointer Layout. Das wird zum Beispiel in Java verwendet. Und hier ist die Idee, dass die Werte nicht unbedingt direkt nacheinander alle im Speicher stehen, sondern dass für jede Reihe des Arrays ein Pointer existiert, der dann auf ein Stück Speicher zeigt, was vielleicht nacheinander angeordnet ist, aber vielleicht auch ganz woanders sein kann, und somit eben nicht sichergestellt ist, dass die Elemente wirklich nacheinander im Speicher zu finden sind. Schauen wir uns diese drei Varianten mal mit Hilfe von einem Beispiel an.
Und zwar haben wir in dem Beispiel ein Int-Array, was ich jetzt hier mal so in C-artiger Notation aufschreibe. Und dieses Int-Array hat zwei Reihen und vier Spalten. Und wir initialisieren das auch gleich, sodass die Werte alle feststehen. Und zwar schreiben wir 1, 2, 3, 4 in die erste Reihe und 5, 6, 7, 8 in die zweite Reihe. So, und die Frage ist jetzt, wie wird das Ganze im Speicher repräsentiert? Mit Hilfe dieser drei Varianten, die wir ja gerade schon gesehen haben. Fangen wir mal mit der ersten an, also mit der Row-Major-Variante, die sich zum Beispiel in C wiederfindet. Und für jede dieser Varianten werde ich einfach den Speicher mal so aufschreiben, oder aufmalen, wie er denn dann tatsächlich aussieht. Und zwar jeweils, indem ich hier so einen langen Block schreibe. Also das stellt einfach mal den ganzen Speicher dar. Und zwar so, dass nach rechts die größeren Adressen kommen. Und irgendwo innerhalb dieses Speichers geht das Array dann los. Und im Falle von einem Row-Major-Layout werden tatsächlich erst die komplette erste Reihe und dann die komplette zweite Reihe reingeschrieben. Das heißt, ich habe irgendwo hier den Wert 1, dann den Wert 2, dann den Wert 3, dann den Wert 4. Dann sind wir fertig mit der ersten Reihe und dann kommt die zweite Reihe. Und der Beginn des Arrays, beziehungsweise da, wo dann auch der Pointer, an dem das Array gespeichert ist, hinzeigen würde, ist eben genau hier. Soweit so gut. Das ist vielleicht das Layout, was man sich jetzt intuitiv auch als erstes vorgestellt hätte. Ein bisschen anders sieht es aus in Sprachen, die Column Major Layout verwenden. Denn hier erscheinen die Zahlen eben nicht in dieser schönen Reihenfolge, die wir gerade gesehen haben, sondern das Ganze sieht ein bisschen anders aus. Also ich habe hier wieder mein Speicher. Irgendwo geht das Array dann los. Und weil wir hier jetzt Column Major Layout verwenden, erscheint zuerst 1 gefolgt von 5, also sozusagen die Werte der ersten Spalte in unserer 2D-Matrix. Dann die Werte der zweiten Spalte, also 2 und 6. Dann die Werte der dritten Spalte, also 3 und 7. Und anschließend die Werte der vierten und letzten Spalte, nämlich 4 und 8. Das heißt, das Array ist genauso groß wie in der Repräsentation oben drüber, aber die Reihenfolge der Elemente ist eben eine andere. Die dritte Variante, die zum Beispiel dann in Java zum Tragen kommt, war die Row-Pointers-Repräsentation. Und die sieht wie folgt aus. Also ich habe wieder irgendwo meinen Speicher. Ich habe wieder irgendwo die Stelle, wo das Array gespeichert ist und habe jetzt für jede Reihe innerhalb meines Arrays einen Pointer, der irgendwo hinzeigt, wo dann tatsächlich diese Reihe gespeichert ist. Und das kann ganz woanders im Speicher sein, vielleicht auch viel weiter hinten. Also gehen wir hier für das Beispiel mal davon aus, dass zum Beispiel die zweite Reihe hier gespeichert ist, wo ich dann 5, 6, 7 und 8 im Speicher habe. Das heißt, für mein Pointer für die zweite Reihe muss dann sozusagen hier hin zeigen. Und irgendwo anders im Speicher habe ich vielleicht die erste Reihe stehen, zum Beispiel hier hinten, wo dann 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 drin steht. Und der Pointer dahin zeigt dann eben zum Beginn dieser Reihe. Und das Wichtige hieran ist, dass die Reihen irgendwo im Speicher sein können. Sie könnten tatsächlich auch so aussehen wie im Row-Major-Layout, aber sie müssen eben nicht, sondern das Array selbst besteht erstmal nur aus Pointers. Diese Pointer zeigen dann dahin, wo die einzelnen Reihen stehen und da befinden sich dann die eigentlichen Daten. So, warum ist es denn jetzt so wichtig, in welcher Reihenfolge diese Array-Elemente denn überhaupt im Speicher abgebildet werden? Naja, die Antwort ist wie so oft, es geht um Effizienz, denn das Speicherlayout bestimmt, wie effizient es nun ist, durch
so ein multidimensionales Array durchzuiterieren, zum Beispiel indem ich verschachtelte Schleifen habe, die dann durch die verschiedenen Dimensionen durchgehen. Der Grund, warum das Memory Layout da so eine große Rolle spielt, ist ganz einfach, wie die CPU tatsächlich auf den Speicher zugreift. Und zwar passiert das, wie Sie vielleicht schon in irgendeiner anderen Veranstaltung mal gehört haben, nicht so, dass wirklich jedes einzelne Element da immer einzeln gelesen wird, sondern die CPU liest komplette Cache-Lines aus dem Speicher. Das heißt, anstatt jetzt nur ein Element zu lesen, wird eben eine komplette, eine größere Menge von Speicher mit einmal gelesen. Und es ist sehr effizient, wenn man all die Daten, die in so einer Cache-Line drin sind, dann tatsächlich auch liest. Wohingegen es sehr ineffizient ist, so wild durch den Speicher zu springen und mal ein bisschen was von hier und mal ein bisschen was von da zu lesen oder auch zu schreiben, denn das führt dann zu sogenannten Cache-Misses. Das heißt, wir werden verschiedene Cache-Lines immer wieder in den Speicher laden und eben nicht die, die wir gerade schon geladen haben, wieder verwenden. So, um das Ganze noch ein bisschen zu vertiefen, habe ich jetzt wieder ein kleines Quiz, bei dem es eben genau um Memory Layouts und die effiziente Art und Weise, durch so ein Array dann durchzugehen, geht. Und zwar haben wir hier ein zweidimensionales Array und gehen davon aus, dass dieses Array entweder in C oder in Fortran benutzt wird. Nochmal zur Erinnerung, C hat Row Major Layout, Fortran hat Column Major Layout. Und die Frage ist jetzt, welche dieser vier Varianten durch das Array durchzugehen, zwei sind in C, zwei sind in Fortran, sind denn jetzt eigentlich die schnellsten in dieser jeweiligen Sprache, wenn man sich überlegt, wie dieses Array nun tatsächlich im Speicher abgelegt ist. Ich würde Sie bitten, da jetzt mal drüber nachzudenken, vielleicht auch nochmal aufzumalen, wie das Array tatsächlich im Speicher aussieht, dann im Ilias abzustimmen und anschließend erkläre ich dann, was jetzt die Lösung ist. Okay, schauen wir uns mal an, was die schnellsten Optionen hier sind. Also für den C-Code ist die erste Option tatsächlich die schnellste, und zwar aus dem Grund, dass die Schleifen hier so verschachtelt sind, dass wir eben genau in der Reihenfolge durch den Speicher gehen, in der die Elemente auch im Speicher repräsentiert sind. Das heißt, wir bekommen quasi den größten Benefit aus den Cache-Lines, die wir eh schon lesen müssen dadurch nicht mehrmals auf dieselben Cache-Lines zugreifen, sondern benutzen die eine Cache-Line vollständig und gehen dann zur nächsten Cache-Line. Das Ganze passiert so, weil wir eben die erste Dimension in der äußeren Schleife haben, also das i hier steht, und die innere Dimension dann in der inneren Schleife. Für Fortran ist eben genau der andere Code effizient, weil Fortran eben Column Major Layout benutzt. Das heißt, hier ist die schnellste Variante tatsächlich in der äußeren Schleife die Variable j zu inkrementieren und nur in der inneren Schleife die Variable i. Das heißt, wir gehen quasi erst durch alle durch eine Column komplett durch und gehen dann zur nächsten Column und gehen die wieder komplett durch. Und das heißt, dass wir eben, weil Fortran Column Major Layout verwendet, tatsächlich im Speicher genau so durch die Elemente gehen, wie sie auch im Speicher abgelegt sind. Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende vom zweiten Teil dieses Moduls zum Thema Composite Types. Ich hoffe, Sie wissen jetzt ein bisschen mehr über Arrays, welche Operationen es denn eigentlich auf Arrays gibt und wie Arrays eigentlich im Speicher abgelegt werden und warum das auch eine Rolle spielt, nämlich um effizient mit diesen Arrays arbeiten zu können. Damit danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.